Indianer, Indianer, Eskimo, haha, der Tino ist krank. Das ist ja hier also, Tino, oh. Hä? Wie ist das? Oh, warte mal, was ist denn diese Stimme? Ich kann den Tino nicht so gut nachmachen, das muss ich üben. Da musst du nur sagen, ich bin wieder krank. Ich bin ein bisschen krank, ich habe jetzt geschlafen bis gerade eben, bin gerade erst aufgewacht. Und Wrestling und Falco. Und die Theater-Schauspieler in den Treppen. Nee, Besucher in den Treppen waren's. Ja. Schön, also ja, Tino ist krank, das wurde wahrscheinlich eh schon im Cold Open gespoilert, weil Herr Rotes wieder so einen witzigen Witz gemacht hat, den ich dann dahin geschnitten habe. Okay. Da hat er wieder Minderheiten beleidigt oder so und das ist dann immer witzig aus dem Kontext zu reißen. Indianer, Indianer, Eskimo, haha, der Tino ist krank. Genau. Schön. Also, na, was geht? Und ist euch aufgefallen, dass letzte Woche kein Podcast kam? Was ist denn da passiert? Herr Rotes, erklär du. Okay, also der Robin hat mit Tino eine Aufnahme gemacht, letzte Woche für den Brennpunkt. Die hat auch existiert. Und dann musste der aber los, weil er sich noch treffen wollte mit jemandem. Hab jetzt vergessen, wem, vielleicht mit dem Mutti. Mit der Mutti. Und dann hat er dann später dieses Best of Pranks weitergeschnitten, aber da hat dann irgendwie Festplattenspeicherplatz gefehlt. Dann musst du wieder lachen. Richard. Naja, ich weiß noch, wie du mir damals erklärt hast, dass man seine ganzen Dateien irgendwie ordentlich machen muss, weil es sonst allen auf die Füße fällt. Ja. Anyways, und dann hat er einfach ein... Die sind bei mir ordentlich, die sind halt alle 4K, das ist das Problem. Genau, sicherlich war der Brennpunkt auch 4K und dann hast du einfach einen kompletten Batch an Dateien gelöscht, ohne vorher zu gucken, was es ist, und weg war der Brennpunkt. Nein, das ist ja, hallo, das ist ja wohl... Wenn ich irgendetwas aufnehme in Sony Vegas, ja, ich nehme Brennpunkt in Sony Vegas auf, okay, dann wird das als Wave-Datei in einem Ordner gespeichert. Und alleine so ein Brennpunkt ist dann halt 1 GB, weil Wave-Dateien jetzt nicht so klein sind. Und das läppert sich dann halt, dann sind das halt 30 GB, wenn du 30 Wochen Brennpunkt aufgenommen hast. Und die habe ich halt gelöscht. Und normalerweise rendere ich das vorher als MP3 nochmal extra raus. Das habe ich einfach vergessen. Und dadurch war es gone. Ich habe mir extra ein Programm runtergeladen, was gelöschte Dateien wiederherstellt und habe ihn nicht gefunden. Ich habe alles andere gefunden, nur diesen scheiß Brennpunkt nicht. Ja. Ja. Man sieht, seit Lotte von hinten bis vorne professionell, wie wird der Brennpunkt in Sony Vegas aufgenommen und ist dann Gigabyte groß. Ja. Aber das Gute ist, da können wir von letzter Woche nochmal ein bisschen hier das aufgreifen. Da sind ja auch spannende Sachen passiert. Und dann kommen wir zu nächster Woche. Also ja, wir besprechen, was nächste Woche passiert. Passieren wird, genau. Über diese Woche geht es eigentlich gar nicht. Wir wollen das dieses Jahr mal anders machen. Ein bisschen revolutionieren. Ja. Letzte Woche, ja, was war denn da? Kannst du es noch zusammenfassen? So ein leichtes, wie sagt man, so ein Run-Through? Mache ich dir einen Run-Through, aber vorher, das ist letzte Woche tatsächlich auch passiert. Du machst jetzt mein TH lustig, nur weil ich wieder rumgeboost habe. Run-Through. Nein, Run-Through. Das ist sehr geil, weil es gibt da so einen Song, wo jemand Everything, Thing, 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 Thing singt. Und das ist dann witzig, wenn man das TH ganz oft wiederholt. Nein, ich wollte nur sagen, im letzten Podcast ist das auch passiert, ihr habt es noch nicht gehört. Ich habe vergessen zu sagen, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Ich bin auch da. Ähnlich Holocaust. Wie die Würde des Menschen. Ja, stimmt. So, also einen kleinen Run-Through. Letzte Woche. Also YouTube hat Regel geändert. Das war so ein großes Ding. Schimpfwörter in den ersten 7 bis 15 Sekunden und das ganze Video ist monetarisiert, auch wenn es 3 Stunden lang ist. Demonetarisiert, habe ich das gesagt? Nee, das ist monetarisiert, hab ich gesagt. Ja, weil ich dumm bin. Um welches Video geht's? Um deins oder was? Nee, allgemein alle Videos. Was? Neue Regel. Alle Videos, die irgendeinen Fuck oder sowas in den ersten 7 bis 15 Sekunden haben, das ist noch nicht so ganz klar, werden demonetarisiert. Und das ist auch, und das ist der Clou, das ist auch rückwirkend. Also alle Videos, die bisher online sind, auch. Aber wenn man nach 7 Sekunden Fuck sagt, ist egal. Dann ist okay, ja. Hey, wo ist die Logik? Wo ist die Logik, das rückwirkend zu machen und Leute sich an Regeln halten zu lassen, die noch gar nicht existiert haben? Naja, weil Werbepartner jetzt sagen, wir wollen keine Videos, die im ersten 7 Sekunden Fuck haben. Das ist ja verständlich, dass man das rückwirken, weil es ist ja kein Gesetz. Ja.
Es ist kein Gesetz, aber es ist trotzdem dumm. Und klar geht es von den Werbeleuten aus, weil das ist ja auch für YouTube Verlust. Wenn es nach denen ginge, wäre ja jedes Video monetarisiert. Aber es ist, also wer sagt denn, oh nein, da wurde Fuck gesagt, dieses Produkt kaufe ich nicht mehr, dessen Werbung vor dem Video lief. Na, ich weiß nicht, was für Leute dahinter stecken. Es sind doch meistens solche Fuzzis, die dann irgendwie wollen, dass dieses Produkt mit Feelgood in Verbindung gebracht wird und die glückliche Felix-Katze isst da irgendwie ihr Katzenfutter und freut sich. Und da geht es nicht um irgendwelche schlechten, weiß ich nicht, dass die Tiere davon handkastriert werden, hast du nicht gesehen. Beziehungsweise Nestle, dass die irgendwelche Leute verdorsten lassen. Da geht es halt um die süße Katze, die Katzenfutter frisst und nicht um jemanden, der sagt Fuck. Ja, ich finde es trotzdem albern. Also ich glaube, oh Gott, da war wieder Schleim in der Lunge. Ich glaube, ein Großteil der Menschen kümmert das nicht oder hat das wieder vergessen. Klar, gibt es sowas hier unterbewusste Sachen, aber egal. Übrigens, wer aufgepasst hat, hat gemerkt, dass ich in meinem Plädoyer gerade in wenigen Sekunden vom Thema abgekommen bin. Ich wollte ja eh nur einen Run-Through machen eigentlich. Ah, ja, okay. So, es ja, gab einen viralen Clip. Also, ich finde das Rückenhirken gar nicht mal so wild, wie dass es diese 7 Sekunden sind. Weil ist das, dass man sich in 7 Sekunden noch entscheidet, oh nein, das ist ja der Steffen O. von Jackenhinterteil, der da hier immer böse Wörter sagt. Und ich habe jetzt noch 7 Sekunden Zeit, mich umzuentscheiden oder wie? Naja, das ist dann halt die Nähe zu der Werbung, die da vorne lief. Keine Ahnung, es ist einfach dumm. Ach so. Ah ja. Und weil die Gen Z heutzutage nur eine Aufmerksamkeitsspanne von 7 Sekunden hat, hat die dann vergessen, dass sie das Produkt irgendwie gut findet und dann ist Fuck und dann ist ja, dann ist ja egal. So funktioniert das. Okay, aber müssen die, also es gibt ja auch Werbung im Video, da muss dann auch vorher und hinterher irgendwie fuckfrei sein oder wie ist das? Fuckfrei ist eigentlich ein geiles Wort, muss ich sagen. Ja, ein fuckfreies Video. Hallo und herzlich willkommen beim fuckfreien Brennpunkt. Ach, übrigens, Tino ist krank. Ja, also Brennpunkt ist, glaube ich, da auch gerade prädestiniert für demonetarisiert zu werden, wobei ich ganz viele Videos eh schon nicht monetarisiert habe, weil hier so oft Holocaust gesagt wird. Ja, das sagen. Aber, also ich habe ja ganz oft am Anfang, naja, Holocaust war jetzt so stellvertretend, aber ich habe ja ganz oft am Anfang extra irgendwelche kritischen Aussagen, die aus dem Kontext gerissen sind. Insbesondere, und, wenn der Brennpunkt monetarisiert wäre, wie viel Geld kriegt man für 100 Leute, die es klicken? 3 Cent maximal? Naja, sag das mal nicht. Das ist ja eine Stunde lang. Theoretisch könnte ich da ja 38 Werbungen reinpflanzen, aber macht ja nicht. Ist die Zahl gerade hergeholt oder hast du die gerade berechnet? Die habe ich berechnet. Wie kommt man auf 38? 60 durch 2. Ja. Plus 8. Achso, ah, logisch, klar. Ich dumm, klar. nein, also keine Ahnung, aber du kannst sehr nämlich, viele Werbungen reinmachen. Du kannst ja ab 10 Minuten kannst du schon 10 Werbungen, glaube ich, machen. Maximal. Ja, ja. Und ab 60 dann halt 8 oben drauf, und ab 30 dann 4 oben drauf, ab 60 dann 8, ist klar. Ja, ich habe das gerade nicht auf dem Schirm gehabt, Entschuldigung. Ja, du merkst, es war eine Schätzung. Ja, du hast den Witz kaputt gemacht. Ja, irgendwo stirbt ein Schelm. Ja. Das ist okay. Also, wir wollten, weißt du was, ich sag hier, ich wollte einen Run-Through machen und dann fängst du an, das Thema zu vertiefen. Ja, wir müssen noch eine Stunde voll kriegen. Okay, pass auf, weiteres letzte Woche. Arm bricht live on stream, viraler Clip. Lel? Sehr großer Streamer macht Armdrücken mit seiner Security und bricht seiner Security den Arm. Und es knackt sehr, 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 sehr laut. Ey, deshalb habe ich Probleme mit Armdrücken, ne? Merkt man das nicht? Merkt man das nicht? Das Ding ist, das sind ja keine Profis, die haben das einfach so gemacht. Armdrücken. Und die hatten einen. Ja, da muss man Profis mehr sein. Ja, wollte ich mich fragen, wie viele Prozent von Armdrücken werden von Profis verübt? Das Problem ist, dass wenn der Tisch zu weit auseinander ist, das viel leichter passiert. Bei professionellen Armdrück-Events ist der Tisch sehr, sehr klein, damit der Abstand zwischen den aufgelegten Ellenbogen nicht so hoch ist und dann bricht in der Regel kein Arm. Ist es der Unterarm, der da bricht oder wie? Ja. Merkt man das nicht, dass das irgendwie wehtut vorher? Dass ich Nee, hinterher merkt man das. Ja, logisch. Wobei ich mir ja mal sagen lassen habe, dass solche Brüche gar nicht mal so schmerzhaft sein sollen. Na, das Adrenalin kickt ja auch rein. Ne? Der Typ ist dann halt auch so, oh, it's broken. It's broken. Und der andere so, what, for real? Das ist so ganz komisch. Also, ja, Adrenalin kickt rein und dann merkst du wahrscheinlich erstmal nichts außer ein Knacken hören. Also holt euch den neuen Adrenalin-Kick.
ja, brecht euch den Arm. Dann habt ihr 15 Minuten Superkräfte. Tino ist krank. Richtig. Ich werde jetzt bei allen Sachen, die potenziell ein Intro werden könnten, Tino ist krank dahinter sagen. Ist das dumm. Ja, es gibt eine neue Variante von Corona. V. Langweilig, weiter. Tino ist krank. Vielleicht hat er das. Das fand ich ganz witzig. Die polnische Regierung, die polnische Regierung hat die Black Eyed Peas beschimpft, weil sie Regenbogenarmbänder getragen hat bei einer staatlichen TV-Übertragung. Die Black Eyed Peas wiederum war nur Stellvertretung, und jetzt kommt's, für Melanie C. Das heißt, Melanie C ist der A-Lister und die Black Eyed Peas sind nur, okay, die hat abgesagt, weil die hat Bedenken in Polen, das ist halt schwierig da. Ach du Scheiße. Dann nehmen wir halt diese Black Eyed Peas, komm, die gibt's doch auch irgendwie. In ganz Deutschland stellt sich nur eine Frage, wer ist Melanie C? Ja, so, dann weiter, 50 Jahre Sesamstraße. Wow. Wer ist Melanie C? Eine von den Spice Girls oder No Angels. Ah ja, okay. Ja, okay, die armen Black Eyed Peas, lololol. Ja. Was tragen die auf solche Fahnen? Aber ist witzig, weil, also sie hat ja abgesagt wegen solchen Bedenken. Ach so. Und die anderen kommen dann nach und tragen dann halt einfach solche Fahnen. Ja, dann ist ja wieder cool, wenn die das wissen und dann trotzdem einfach machen. Und da hat die Regierung gesagt, lass das jetzt. Naja, nicht die Regierung an sich, sondern einzelne Politiker, so wie ich das mit... Ey, Alter, das will ich mal erleben, dass sich irgendwelche Politiker äußern, weil irgendwelche Bands in irgendwelchen, was war das, Talkshow? Nee, wo waren die? Naja, in Auftritten. Naja, aber... Ein Konzert, aber halt im staatlichen Bla. Ja, gut, wenn es sie so interessiert. Ja, Polen ist da halt schwierig, ne? Ja, Polen. Die liefern ja jetzt auch Panzer. Aber das ist schon neu, glaube ich. Black Eyed Panzer. Ja, 50 Jahre Sesamstraße hast du gekonnt übergangen. Interessiert mich jetzt auch nicht so sehr. Ja, aber 50 Jahre Sesamstraße, ich meine, das läuft ja schon dann entsprechend eine ganze Weile. Ja, 50 Jahre ungefähr plus kann minus. Man, kann man, also ich hätte das jetzt so gerechnet, dass man die Jahre, die Sesamstraße pro Jahr läuft, mal 50 rechnet. Ja. Naja, mal aber 52, dann zieht man zwei ab. Ne? Ach so. Aber okay, ich verstehe. Gut, dann Kanye West gilt als verschwunden. Das ist interessant. Nice. Weil entweder Depression und er ist wirklich gone. Oder vielleicht ist er heimlich doch in Therapie gegangen. Das wäre erwünschenswert. Weiteres in Schweiz. Ich schätze, das einfach auf die Rückseite des Mondes zu den Nazis und Hitler. Wahrscheinlich, ja. In der Schweiz und vor allem in Bayern. Jetzt hat es gerade geleckt. Wie hast du auf Mainz reagiert? Hast du gerade gelacht oder war das eher so ein... Ich habe mich so kaputt gelacht. Ne? Okay. Das musst du dann nachher nachhören. Okay. Das ist sehr witzig. Also die Schweiz. Nee, ja, überwiegend Bayern ist damit viral gegangen, dass kein Schnee lag und dann trotzdem so ein ganz schmaler Streifen an künstlichem Schnee dahin gepflanzt wurde, damit die Leute trotzdem Skifahren können. Hast du das gesehen irgendwie? Also irgendwas mit Schnee habe ich verstanden zwischen den Lags. Ein Streifen von Schnee war in der Schweiz. Eieiei, jetzt leckt's nicht die Schweiz, also auch, aber hauptsächlich Bayern, verdammt. Okay, in Bayern gibt es einen Streifen von Schnee. Ja, na, weil halt kein natürlicher Schnee liegt, aber die Leute unbedingt trotzdem Skifahren müssen, haben wir trotz Energiekrise da einen ganz schmalen Streifen an künstlichem Schnee hingemacht, damit die Leute nicht traurig sind. Hätten die da lieber mal nicht hier dieses geile Kunststoffplastik vom Theaterplatz hinpacken können. Erklär das mal den Leuten. Ja. Und vor allem im Gegensatz zu Schlittschuhlaufen, was sagst du denn so dumm? Da hat es wieder geleckt, oder was? Ich habe gesagt, du sollst es den Leuten erklären und nicht wieder einfach irgendwas sagen, was keiner versteht. Hä? Anyways, also pass auf. Was ist denn auf dem Theaterplatz? Ach, das war doch in ganz vielen Städten Plastikeislaufbahnen, die, wo übelster Abrieb ist und das geht da alles in die Kanalisation. Also einfach Mikroplastikfabriken, könnte man sagen. So. Aber wenn man das jetzt mit Skiern macht, dann reibt sich ja das Plastik gar nicht ab. Also kann man einfach so drüber gleiten. Und wird sich nach wenigen Metern maulen, das ist natürlich auch klar, aber. Das Gute ist, man könnte es ja dann ganzjährig auch lassen. Einfach so einen Plastikberg machen. Den komplett mit Plastik überziehen, dann kannst du das ganze Jahr Skifahren. Ja, und auf den Plastikspänen kannst du dann Schneeballschlacht. Ist doch total toll. Ja. Ist das nicht in etwa das, was in Rotzheim einem Liter passiert? Polyester? Ja, ich glaube auch. Wir sind einer heißen Sache auf der Spur. Rott hat einfach diese Eisbahn vorhergesagt. Ja. So, dann gab es ein kleines kritischeres Thema. Das Wort Phänotyp ist durch alle Munde gegangen aufgrund der Silvesternacht. Das ist natürlich jetzt auch schon wieder 14 Tage her.
Aber ja, dann wurden Polizeistatistiken veröffentlicht, dass anteilig schon der meiste Teil Deutsche waren. Dann hat die CDU verlangt, sie will die Vornamen von den Deutschen hören. Ja, und gut. So Geschichten. Deutsch, wo fängt das an und wo hört das auf, ne? Von der Oder bis zur Memel, oder wie geht's? Von der Maas ist an die Memel so ähnlich, nee. Ich kenne leider die deutschen Grenzen. Memel, also was, jetzt ist natürlich, jetzt kann man sich natürlich wieder sehr leicht verhaspeln. Gebt uns den Elsass. Die Sorge, beziehungsweise die Beobachtung, die in dieser neuen Silvesternacht 2021, 2022 gemacht wurde, ist, dass das natürlich Leute waren, die, ja, wenn die aus Zuwandererfamilien kommen, in denen diese kulturelle, sag ich jetzt mal, Charaktereigenschaft, auch wenn das falsche Wort ist, noch drinne steckt, dann sind das natürlich Deutsche. Aber das Problem, das auf das gezeigt werden will, besteht natürlich, wenn man sagt, okay, aber es sind keine sogenannten Bio-Deutschen, ne? Also dass immer noch Subkulturen entstehen, die im Zusammenhang mit Zuwanderung stehen und dass die halt für Ärger sorgen, was nicht so wäre, wenn die nicht zugewandert werden, woher man auf dieses Scheitern kommt. Ist halt schwierig, weil es gab insgesamt nur 159 Verhaftungen. Und wenn man davon dann halt irgendwie irgendwas schließen will, das ist halt so ein bisschen Slap in alle Richtungen von Leuten, die halt Migrationshintergrund haben und nichts getan haben. Das kann man so sehen, aber es gibt auch, also ich habe mir ein paar Berichte angeguckt, gibt es natürlich auch Migrationshintergründige, die sich halt total darüber aufregen, dass andere Migrationshintergründige, so ist es denn ein Wort ist, sich so benehmen und die halt mit in die Kacke ziehen. Also dieses Angefressensein auf diese Leute, auch auf das Attribut nicht biodeutsch in Anführungsstrichen, ist nicht nur eine Sache, die von Nazis oder so kommt, sondern es ist schon relativ breit. Also ich habe letzte Woche im gelöschten Brennpunkt auch da etwas kritischer drüber berichtet, aber also erstens, also nochmal ganz von vorne. Es gab unter anderem auch Leute, die interviewt wurden, die dann so sagen wie, ja, wir kommen aus Syrien, das ist wie Heimat. So mit, haha, hier explodiert gerade alles und so. Das war, glaube ich, aber jemand aus Frankfurt, soweit ich weiß. Ich finde das pauschal erstmal tatsächlich ein guter Umgang. Also wenn man wirklich aus dem Kriegsgebiet kommt und da so Witze drüber machen kann, finde ich das erstmal irgendwie gesund. Die Person war ja jetzt nicht unbedingt jemand, der gerade ein Auto angezündet hat oder so, sollte man vielleicht dazu sagen. Und was ich halt besonders kritisch fand, war dieses, ich werfe einen Feuerlöscher auf einen Rettungswagen. Es war halt dann aber auch nur eine Person und das hört man und dann wird das da halt mit reingeworfen. Und dann, ne, ist halt schwierig so. Was meinst du mit einer Person? Na, eine Person, die einen Feuerlöscher auf einen Rettungswagen wirft. Hm. Und daraus wird dann aber in der Silvesternacht, da wurden Rettungswagen und Einsatzkräfte angegriffen, weißt aber du? Aber es ist ja nicht nur das passiert. Ist richtig. Ich sage also nur, das mit der einen Person, das haut ja da nicht hin. Das mit dem Feuerlöscher wurde halt sehr oft gesagt und das war eine Person. Ja, aber sicherlich, wenn das Einzige wäre, was zu Silvester passiert wäre, die These steche ich jetzt auf, dann hätte es die Diskussion nicht gegeben. Also es ist schon stellvertretend Nein, für sehr viel, nicht. Was passiert ist. Natürlich nicht, aber also das Ding ist, also wie gesagt, ich gehe da mit und die veröffentlichten Statistiken, da ist von der Polizei, da ist das meiste oder der größte Anteil ist Deutsche, aber es sind Leute aus 18 verschiedenen Nationen, wurde zumindest hier angeführt, die da verhaftet oder in Gewahrsam genommen worden oder. Aber das ist ja jetzt kein Migrationshintergrundphänomen an Silvester zu eskalieren. Oder insgesamt, also wenn jetzt zum Beispiel G20 ist oder so und Hamburg brennt oder sowas, dann, also das ist ja kein undeutsches Phänomen, Autos anzuzünden oder sowas. Well, also wie würdest du dich in dem Fall gegen den Vorwurf des Whataboutismus wehren? Ich finde, jein. Habe ich das jetzt souverän gemacht? Ja, nee, hast du gut gemacht. Ich denke nur also, halt, also die Frage naja, ist, ja. Ich weiß nicht, ob Whataboutism das richtige Wort ist, weil hier steht ja die These im Raum, okay, hier kommen die Ausländer her und die haben keine Zivilisation, deswegen zünden die zu Silvester die Autos an. Naja, es geht allgemein aber um da steckt ja drin, dass das deren Kultur wäre, Autos anzuzünden, nee, aber wenn wir eben jene Kultur quasi auch haben.
Nicht ganz. Das Problem ist, also ja, das sind natürlich Leute mit einer politischen Agenda, die dazu gehen, sonst was Krawalle machen. Das ist die eine Sache. Die sind nicht gut. Die stehen nur halt nicht zur Diskussion. Ich sag auch nicht, dass es was von Migrationshintergründigen, dass es denen innewohnt, dass die Autos anzünden. Aber es geht um diesen, was oft und gerne genannt wird, diesen Disrespect vor der Staatsgewalt. Und das mehrt sich in den Gebieten, gut, man kann sagen, wo Armut herrscht, folglich viel Migration herrscht und geherrscht hat. Mhm. Aber die Frage ist halt, wie geht man... Ich würde auch sagen, in irgendwelchen Weimar Wests und Schöndorfs ist halt auch da die Dings höher und die sind jetzt nicht unbedingt da wohnen Bio-Deutsche, sag ich mal. Das ist, also es geht schon mit Armut und Ghetto-Bildung oder wie man es nennt, einher. Ob das jetzt Kartoffeln trotzdem, sind oder nicht. Die Frage ist, worüber reden wir? Reden wir über die Sachen, die in der Berichterstattung waren, Berlin zum Beispiel, oder reden wir darüber, dass in Weimar West asoziale Leute wohnen? Ne, also so, ich will ungern den Fokus wegbewegen von dem Problem, das wir, glaube ich, erkennen müssen, auch wenn es schön wäre, wenn wir alle ganz doll links wären und jeden willkommen heißen könnten. Und ich finde Lösung, das schwierig. Die Lösung ist natürlich nicht Ausländer raus, sondern wir müssen echt gucken, wie wir den Leuten beibringen, wie es hier läuft. Und dass man da vielleicht... Ja, aber dieser These gehe ich halt nicht ganz mit, weil es gibt so viele Deutsche, also es gibt so viele Ronnies und Kevins, die genauso an Silvester irgendwelche Briefkästen sprengen oder so. Also ja, gibt es natürlich auch Leute, die hierher kommen und sich asozial verhalten, aber dass da eine gewisse Inhärenz vorherrscht, finde ich halt schwierig. Oder eine oder mehr Inhärenz als bei Leuten, die schon hier waren. Ja, jetzt könnte ich natürlich ein ganz blödes Argument bringen, dass man sicherlich aus Augen eines, also ich hatte, als ich in Weimar gewohnt war, auch einen anderen Blick auf die Sachen, als jetzt, wo ich in Dortmund wohne. Also ich weiß nicht, so ein Ronny und so ein Kevin, die sind vielleicht assi und die labern dich vielleicht auch mal voll und die sind vielleicht auch mal aggressiv. Aber vor der hat man auf der Straße nicht unbedingt Angst. Ja gut, aber Angst ist ja jetzt was sehr Subjektives. Nein, also nicht, weißt du, die Art und Weise, also klar ist das was Subjektives, aber das macht die Sache ja nicht weg. Also was erleben wir? Was erleben wir in den Medien? Was sehen wir? Was beobachten wir? Ne? Wie gesagt, also ich habe leider meine Meinung ändern müssen, seitdem ich in so einem Brennpunkt selbst mich mehr oder weniger aufhalte. Weil man da halt sieht, dass diese, ja, es ist kein Inhärenz, ja, okay, aber es ist eine Tendenz gut, und dass die da gut, ist. Fragen wir es andersrum. Wäre ein solcher Brennpunkt, wenn jetzt zum Beispiel, was weiß ich, aus irgendeinem Grund müssen aus Deutschland Leute fliehen nach Nigeria und bilden dort da ein weißes Ghetto irgendwo, meinst du, dass da potenziell nicht das auch möglich wäre, dass durch Armut und so da gewisse, weiß ich nicht, gewalttätige kriminelle Strukturen halt einfach ein bisschen größer sind als im wohlhabenden Bereich. Ich glaube, das ist halt eine These, ne? Was würde passieren, wenn sich deutsche Subkulturen in kulturell andersartigen Ländern bilden würden? Das kann ich nicht beantworten. Ich kann mir aber vorstellen, also, dass man die vielleicht belächeln würde. Oder dass die, weil die ja vermeintlich, naja gut, wenn sie arm sind, nicht, aber natürlich würde man sagen, okay, die aus Europa sind vermeintlich reich, dass die vielleicht viel eher zu einem Ziel von Diebstahl oder Raub werden könnten. Es ist ein schwieriges Thema. Also das Ding ist, der Allmann, der sogenannte Allmann wird ja immer mehr belächelt, weil der sich halt an Gesetze und Ordnung hält. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch total ausstrahlt und nicht ausgeschlossen, also das ist wirklich absolut eine These, das kann man nicht belegen, was wäre, wenn. Aber das würde ich als möglich erachten, als eine Möglichkeit, dass das in solchen Subkulturen passieren würde. Dass sich der Allmann in seiner Armut in Nigeria dann ganz förmlich an alle Gesetze hält, oder was meinst du? Na, dass diese Einstellung vielleicht dazu führt, dass man, ja, das, ich weiß nicht, ob, ich kenne auch Nigeria nicht, Alter. In Deutschland herrscht Krieg und
Zehntausende Almans flüchten nach Nigeria, haben keinen Schuh am Mann, jetzt übertrieben gesprochen, und raufen sich da im billigsten Ghetto zusammen. Ja, also was würde passieren? Wir würden wahrscheinlich, in Nigeria würde uns kein Sozialsystem erwarten, schätze ich jetzt einfach mal. Ich kenne, wie gesagt, Nigeria nicht, aber das wäre jetzt meine Vermutung von meinen Vorurteilen, die ich mal habe. Ja, es ist ja auch nur ein Beispiel. Ne, also das ist ja auch ein Argument absolut, ne? Die müssen ja nicht unbedingt auf Arbeit, also müssen nicht, manche dürfen auch nicht arbeiten, aber manche müssen auch nicht arbeiten. Wenn wir alle nach irgendein Land gehen, ich schätze, da würden die Ersten wahrscheinlich sich tunlichst darum kümmern, dass die irgendjemanden einen Nutzen bringen, um da was für zu bekommen, Essen, Trinken. Ja, aber das ist ja auch eine These. Also du kennst ja die ganzen Stories auch nicht, die dazu führen, dass es vielleicht da schwierig ist. Klar gibt es immer, in jeder Schicht gibt es einen prozentualen Anteil an hoffnungslosen Assis oder wie auch immer man das nennen will. Aber du kennst die individuellen Geschichten nicht, was Leute denn machen, wenn sie ankommen oder wie sie aufgefangen werden oder wie sie empfangen werden. Genau. Und was dazu führt, dass es vielleicht dann doch irgendwie schwierig endet. Genau, und das ist halt genau der Punkt, wo Handlungsbedarf besteht, wo angesetzt werden kann. Ne? Also, dass man die Leute nicht nur hier in irgendwelche Flüchtlingsunterkünfte steckt, sondern auch sagt, okay Leute, jetzt kriegt ihr erstmal den und den Kurs, so Deutsch Einführungen, dass ihr da ein bisschen euch verständigen könnt. Dann gucken wir mal, ob ihr was machen könnt, so ein bisschen arbeiten könnt oder sowas in der Art. Ne? Und dann wird denen halt vielleicht kann man kulturelles, kann man da geschichtliches. Auch, also jetzt für Leute, die vielleicht, weiß ich nicht, ein paar Monate hier bleiben, wäre das doch total nice, doch besser, als wenn sie zu Hause rumsitzen. Vielleicht kann man da auch mal einen Querverweis auf 16 Jahre CDU machen. In der dass Tat. Da vielleicht die ein oder andere Sache zu kurz gekommen ist. In der Tat, ja. Absolut. Dennoch würde ich gerne als Statement nochmal stehen haben, dass die offiziellen Statistiken zeigen, dass der größte Anteil der Leute in Berlin Deutsche waren. Und ob die jetzt irgendwelche vermeintlich dubiosen Namen haben, ist ja nicht bekannt. Danach zu fragen, finde ich halt auch einfach ein bisschen kritisch. Es ist nicht kritisch, es ist bescheuert, aber ich finde, wenn man die Statistik erhebt, sollte man sie auch im Hinblick auf das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ordentlich erheben. Also und was ich die auch deutsche sagen, Staatsbürgerschaft macht einen nicht zu dem kulturell integrierten Gesellschaftsteilnehmer. Ja. Was ich nur ganz kurz noch sagen will, weil Tino ist ja jetzt nicht da, und ich hatte ja eine ähnliche Diskussion letzte Woche schon mit Tino. Was er dann auch noch eingeworfen hat, ist, nur weil es zu diesen Verhaftungen gekommen ist, jetzt aus einer sehr linken Antipolizei-Sicht, die Polizei entscheidet ja auch, wen sie verhaftet, weißt du? Ja, aber und wenn man die der Polizei dann eine gewisse entscheiden, wie schnell sie rennen können oder so, ne? Also ja, ich halte es nicht für unmöglich, dass da fünf Leute sind, die gerade einen Böller zünden und die Polizei vielleicht eher auf die Dunkelhäutigen geht. Ja, das, könnte sein. Das ist nicht unmöglich. Umgekehrt ist es genauso unmöglich. Nicht unmöglich, weil die Polizei könnte ja sagen, oh fuck, ich nehme mal lieber den einen Allmann da fest, der nur ein bisschen Aufriss macht, weil sonst bin ich in Gefahr. So rum könnte man es ja auch sehen. Weil die Polizei kuscht in kritischen Orten, in solch kuscht die Polizei und schaut weg, weil sie Angst hat. Ja, weiß ich nicht. Also im individuellen Fall, wenn du der Polizist bist, ob du da im Hintergrund hast oder nicht, dass dann hinterher die Statistik irgendwie schwierig ist und ich dann hier einen vermeintlichen Ausländer eingekascht habe. Ich glaube nicht, dass man da in dem Fall Das so habe ich auch denkt. Nicht gesagt. Ich hoffe, das ist nicht so verstanden. Okay. Ich dachte eher, dass die Polizei vielleicht aus Racial Profiling Gründen, die nicht gut sind, eher davor Angst hat, dass der Migrationshintergründige sich übel zur Wehr setzt und der sogenannte Allmann eher sich verhaften lässt und der deshalb eher den Allmann festnimmt. So kann man es halt auch sehen. Das ist beides, was du gesagt hast, was ich gesagt habe, ist beides nicht belegt, aber ist beides möglich. Also dieses Klischee-Allmann-Bild, was du jetzt ein paar Mal erwähnt hast, das kann ich tatsächlich nur bei älterer Generation überhaupt empfinden. Also ich finde irgendwie den Allmann unter 30 oder so, den kann ich mir gar nicht vorstellen, außer so ein Amthor ist ja auch schon über 30. Wie gesagt, also diese ganzen Narrative Allmann und Migrationshintergründige sind ja auch in dicken, fetten Anführungsstrichen, nur um mal das Bild zu malen, ne, was ich zeigen will. Mit was für einem Pinsel du heute am Kleistern bist. Ja, wie gesagt, man muss ja in so einem öffentlichen Format wie diesem hier einigermaßen vorsichtig reden, auch wenn ich das schon wieder nicht geschafft habe, aber. Also schön, dass ich nur einen kleinen, einen Run-Through gemacht habe von letzter Woche, weil das bin ich eigentlich Stunde. Immer noch nicht durch. Ja, aber gut, es ist ein Thema, was in ganz Deutschland gerade heiß diskutiert wird. Hier waren jetzt nochmal zwei
Meinungen, die von Tino dann nächste Woche vielleicht nochmal nachgeholt, weil die hat er letzte Woche halt leider in meinen Mülleimer rein erzählt. Hauptsache, die Aufnahmen, die meiner politischen Agenda entsprechen, schaffen sie dann ins... ne, ist klar. Ja, Eloquenz. Dann ein kleines Thema noch. Kevin McCarthy, der neue gewählte Führer der Mehrheit der Republikaner im Senat, das ist letzte Woche passiert, das wolltest du wissen. Es gab 15 Mal die gleiche Wahl, bis es endlich geklappt hat, dass er gewählt wurde. Das war eine richtig gute Shitshow, weil diese ganzen Wahlen, die konnten halt nichts machen. Du hast von Blockaden geredet, deswegen war ich erstmal verwirrt, was du meinst. Aber ja, es ist nichts passiert. War eine kleine lustige Sache, aber nicht weiter relevant, glaube ich. Okay, also mich hätte es interessiert, wenn es relevant gewesen wäre, wie das zustande kam und so weiter, weil du ja unser Amerika-Korrespondent bist. Naja, es kam zustande, weil es einen harten Pro-Trump-Block gibt, der aber nicht mehr so groß ist. Und wenn der nicht mitwählt für diesen Kevin McCarthy und sich querstellt, dann haben die halt nicht genug Stimmen, um den zu wählen. Du meinst, es ist so ähnlich, wie wenn man den Reichstag auflöst? Ja. Zwinker. Und, ja, dann gab es noch ein, zwei witzige Situationen, dass die sich da so fast gekloppt haben. Also es gibt so ein Bild, wie ein Republikaner einen anderen so von hinten am Gesicht vor den Mund packt, damit er aufhört mit Reden. Ja. Okay. Ganz aber nicht während einer Rede, oder? Nee, während gerade einer großen Diskussion unter denen ja, okay. allen. Ja, was wird aus Amerika? Nichts. Meinst du, die kriegen das noch irgendwie hin mit den, also ich weiß nicht, die müssen ja ihr System neu denken und irgendwie auch eine Mehrheit finden, das neu gedachte System umzusetzen, anders geht's doch nicht, oder? Ja. Ja, schwieriges Thema. Lass mal wirklich, weil wir haben noch nichts zu heute gesagt, okay, also gut. Zu dieser Woche. Also wünscht euch das mal, würde mich interessieren. Ja. Dann haben wir Brasilien. Jetzt weiß ich gar nicht, war das noch diese Woche oder war das... Brasilien hatte auch einen Sturm aufs Kapitol. Vor allem ganz witzig, ist ja zeitlich Anfang des Jahres so ein bisschen wie diese Sturm aufs Kapitol vor 2 Jahren. Ja, war glaube ich der 9. Also das wiederholt sich. Dann passt es ja, war am Montag demnach. Ja, aber das nur halb mitbekommen. Da war irgendwie auch keiner da, ne? War das nicht so? Ja, das Haus war leer. Ja, also toll, langweilig. Und anders als Sturm in Amerika wurden die Leute auf Wisch bestellt. Anders als in Amerika wurden die Leute halt auch direkt verhaftet und fette Lawsuits wurden gemacht. In Amerika hat das ja ewig lange gedauert. Mhm. Da musste das FBI erstmal ganz lange über Facebook ermitteln. Also wollten die jetzt auch Fettrevolution machen und Pille-Palle. Ja. Naja, gut. Okay. Währenddessen wurde der ehemalige Präsident, weswegen, ja, also Bolsonaro, wegen dem wurde ja dieser Aufstand gemacht, ja. Gibt uns den Diktator zurück. Ja, ja. Der wurde währenddessen in Florida in einem Grocery Shop gefunden. Und der hat sich dann ins Krankenhaus einweisen lassen. Und ich habe gelesen, dass der das ganz oft gemacht hat, wenn es irgendwie Tumult gab und er irgendwie in Schwierigkeiten war, dass er dann halt plötzlich krank war. Ins Krankenhaus? Was sagt ihr denn da? Naja, hallo, ich habe Bauchschmerzen. Geht in die Notaufnahme hoch, sagt hier, ich habe Bauchschmerzen. Ja. Mach mal. Ja. Okay. Naja, den Regenwald freut es auf jeden Fall, dass er jetzt in Florida ist. So. Ja, sind wir jetzt bei aktuellen Themen angelangt? Jetzt sind wir bei aktuellen Themen und das ist Regenwald, der saugt richtig viel CO2 auf, anders als die Kohle unter Lützerath. Ja, Lützerath. Lützerath. Gut. Lützerath, da setzen wir auf die Mütze gerade. Die Sturmhaube eher. Ja, ich glaube, die Polizei nimmt Sturmhaube und Schlagknüppel. Ja, schwieriges Thema auch hier. Es ist wohl durch einen schmutzigen Deal entstanden, wobei ich da gerade leider nicht ganz so im Bild bin. Also die Grünen haben ja das quasi an RWE, dieses Dorf verkauft, mit dem Ziel, dass 2030 dann dafür Braunkohle nicht mehr verwendet wird. So, also wenn schmutziger ich das richtig Deal, verstanden das wurde, habe. Glaube ich, auch genauso kommuniziert, als es kommuniziert wurde. Na, ist schmutziger Deal in dem Sinne, dass das, was dadurch jetzt gefördert wird, einfach dass diesen Ausstieg irgendwie nichtig macht. Wie gesagt, das ist jetzt Halbwissen, aber so habe ich es mitbekommen, ja, dass dadurch, dass jetzt nochmal dieser große Boost quasi kommt, bringt es nichts. Also es ist eine Milchmädchenrechnung, würde man glaube ich sagen. Die Kohle dieser 7 Jahre, die gespart wurden, wird ausgebaggert. Aber ich frage mich halt, wollen die jetzt mehr Kohle verbrennen? Wollen die Kohle ins Ausland verkaufen? Wollen die Energie ins Ausland verkaufen? Welchen finanziellen Mehrwert hat ein RWE, wenn die trotzdem 30 aufhören müssen, aber Kohle baggern, die länger als 30 hält?
Ja, ich habe keine Ahnung. Es ist von hinten bis vorne ganz, ganz komisch, aber immerhin gibt es ein paar witzige Videos von vor Ort, wie die Leute in ihren Hütten da wohnen und also in ihren Baumhäusern und sich auf so Podeste setzen. Hm. Ich weiß nicht, wie jetzt gerade die aktuelle Lage ist. Da hat ja irgendwie seit Mittwoch wirklich angefangen, dass die Polizei da große Räumung macht. Ja, die sind da weitestgehend durch. Aber ich habe von... Ja? Echt, ja. Ich habe von Luisa Neubauer jetzt gelesen, dass aus ganz Deutschland da jetzt Leute hingehen. Zur Demonstration. Ich weiß halt, so habe ich es verstanden. Ja, halt quasi neue Armee nachrückt oder so. Ja, so hat es gewirkt. Gab es gestern, glaube ich, irgendwas von wegen dem Tunnelsystem, wo sich zwei drin verbuddelt haben, das so richtig sporadisch ist. Das heißt, wenn die sich da drin fest zementieren, dann könnt ihr nicht ohne weiteres mit einem Presslufthammer rausgeholt werden, weil der Tunnel sonst einsturzgefährdet ist und noch viel mehr. Also das ist eine Strategie, die ich, glaube ich, gestern in irgendeinem Video gesehen habe, vielleicht sogar ein Spiegelvideo. Mhm. Also haben jetzt irgendwie über Wochen, Monate gebuddelt, so einen, ja, wie gesagt, ziemlich schlecht gedingsten Tunnel. Oder ob der schon da war, ey, keine Ahnung. Ne, und viel Spaß, ne? Ja, wenn ich die Polizei wäre, einfach Korken rein, zack, fertig, wir haben geräumt. Ja, ich finde es aber trotzdem, es ist ja alles, es ist kacke. Also, ich bin zum einen leider noch nicht tief genug drin. Das ist auch halt viel zu ernst hier heute eigentlich. Aber es ist ein schwieriges Thema. Was hast du denn gegen ich bin leider nicht Folgen? Genug drin. Was bitte? Was hast du gegen ernste Folgen? Naja, das soll ja auch mal witzig sein. Okay. Ja? So. Aber warum kann man nicht stattdessen sagen, okay, RWE, hey, wir geben hier, ich schiebe jetzt mal hier so einen 100-Euro-Schein rüber und dafür macht er Morgenstopp. So. Ja, weißt das du? Müsste halt ein. Wäre vielleicht besser gewesen, als wir ruppen jetzt einfach mal so ein fucking Dorf weg, 100, wo also, ja auch Leute wohnen. Nee, das ist leer, das Dorf, das ist schon geräumt. Also darum geht's gar nicht mehr. Ja, aber ursprünglich haben doch da mal Leute gewohnt. Ja, aber die sind schon weg, bevor das überhaupt ein Thema war. Also das ist ja was anderes. Aber dieser 100-Euro-Schein müsste halt in etwa so viel wert sein wie die Kohle, die da liegt. Und lass das mal den Steuerzahler blechen. Ja, aber was blecht denn der Steuerzahler, wenn die Erde vorn kann, wisst schon, genau, den kann. Genau, das ist die Diskussion, Halsmaul. Die wir laut und deutlich führen müssen. Ja. Und noch lauter und noch deutlicher, wir müssen nämlich nicht nur die Politik überzeugen, sondern auch das Volk, das die Politik wählt. Ne, weil jetzt haben wir schon wieder in den Umfragen eine Mehrheit für CDU und das ist nicht gut, weil dann geht es 2025 wieder so weiter wie bisher und das will keiner. Ja. Aber wir sind viel zu ernst schon wieder. Also, hast du gelesen, Neues zur Maskenpflicht? Nee. Ach so, dass in Ostdeutschland gibt es, meinst du diese Grafik, dass Deutschland gespalten ist? Im Osten gibt es schon Maskenpflicht-Aussetzung oder Ziele für Aussetzung und im Westen nicht? Ich glaube, das ist jetzt also deutschlandweit, plus wenn ich es richtig verstanden habe. Und das Witzige ist, ich habe es gerade erst gelesen, in Thüringen fällt sie zu allerletzt und in NRW und noch zwei oder drei Bundesländern fällt sie zuerst. Okay. In Nah- und Fernverkehr. Ah, okay. Am 1. Februar. Ja, also diese Grafik ist halt sehr oft überall gepostet worden, aber es war auch schon letzte Woche. Deswegen. Das kam, glaube ich, heute erst die Mail, beziehungsweise ich sag mal am Samstag. In NRW und so weiter fällt sie am 1. Februar, aber in Thüringen leider erst im 3. Das heißt, du müsst zwei Tage länger Masken tragen. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass wir zum japanischen Modell übergehen, nämlich die eigenverantwortliche Nutzung. In Japan ist das seit Jahrzehnten gang und gäbe, dass wenn man krank ist, sich mit einer Maske in die U-Bahn setzt, um andere nicht anzustecken. Ja. Und also ganz fernab von Covid ist es halt einfach irgendwie... Es ist fast kein Aufwand und es hat vielleicht einen hohen Nutzen. Ja, was ich auf der anderen Seite, also beziehungsweise fast auf derselben Seite auch finde, also in Gesundheitseinrichtungen ist die Maskenpflicht noch und ich finde es nicht schlecht. Also warum sollte man, wenn man jetzt nicht direkt irgendwie mit Atemnot eingewiesen wird, warum sollte man nicht im Krankenhaus, wo es wirklich Sinn ergibt, eine Maske tragen, in Arztpraxen, wo man höchstwahrscheinlich krank ist oder auf kranke Leute stößt, eine Maske tragen? Ja, also das kann man doch schon so lassen, alleine, wenn ich in irgendwelchen Wartezimmern rumsitze und da Leute mich die ganze Zeit vollhusten, will ich das halt auch nicht unbedingt inhalieren. Genau, eben. Und ich finde, das würde mir und meinem Selbstfreiheitsentscheidungsrecht nicht wehtun, wenn das bliebe. Aber ich spreche da nur für mich, wahrscheinlich gibt es Leute, die voll oft zum Arzt müssen und das total kacke fänden. Die sollen natürlich auch hier eine Plattform haben, schreibt es in die Kommentare.
Ja, zum Schutze diese regelmäßigen, diese 60, 70, 80-Jährigen, die hier immer zuhören, die eh hobbymäßig zum Arzt gehen. Ich finde, der Brennpunkt hat mehr Diskussionspotenzial als Kommentare. Deshalb sage ich es immer wieder, schreibt's rein. Gut. Aber danke, was ich jetzt gesehen habe, ich habe das mal im vorletzten Podcast ganz am Ende zwischen Tür und Angel erwähnt. Haha, gebt mal Bewertungen auf Spotify, weil das ist angeblich ganz wichtig. Und andere Podcasts rufen dazu immer auf, wenn ich da reinhöre. Und dann haben 20 Leute eine neue Bewertung abgegeben. Von 50 auf 69. 19 Leute, ist egal. Ja, ungefähr. Du hast quasi Leute genommen plus 1 gerechnet. Ist so. So, kommen wir doch erstmal jetzt wirklich zu den lustigen Sachen. Ja, ich habe dir, als du mich hier besucht hast, als ich ja im Sterben lag zu Weihnachten und alles ganz traurig war und du da warst und es war so schön wohlig warm, habe ich dir, beziehungsweise euch dann, hier Channel 5 gezeigt, der Typ, der diese Interviews macht und der jetzt eine HBO-Doku hat. Ne? Erinnerst dich. Andrew Callahan heißt er, früher All Gas, No Breaks. Aufstrebender Star gewesen und wie das dann immer so ist, was ist passiert? Ach so, machst du mir 3 Antwortmöglichkeiten? Nee, brauchst du gar nicht, glaube ich. Na, was ist passiert? Er hat sich wahrscheinlich in seiner Formulierung verrannt und dieses gecancelt. Nee. Er wurde, versuch's nochmal. Was passiert? Von den Leuten, die er interviewt hat, angegriffen. Nein, was passiert mit aufstrebenden YouTube-Stars? Die sterben? Nein. Aufstrebende, pädophil. Ja! Ja, was für ein Versuch. Ja, also das ist natürlich jetzt ein bisschen sehr, sehr schwierig. Also es sind wohl Dinge mit Minderjährigen passiert. Es sind wohl Sexual Assault, Abuse, Coercion, also so Überreden zum Sex quasi. Nicht wirklich zwingen, das ist irgendwie, also es wird mit zwingen übersetzt, aber es ist so nicht, es ist nicht das gleiche wie forcing. Das ist ein bisschen schwierig. Also Pädophilie müssen wir mal streichen, es geht ja nicht um kleine Kinder. Ja. Und in Amerika ist das ja auch nochmal strenger mit Minderjährigen, ne? Also wenn du da, ich glaube, wenn du 18 bist und was mit einer 17-Jährigen hast, ist auch schon schwierig, bin mir nicht ganz sicher. Ne. Wenn du mit 14 zusammenkommst, aber, musst du dann so ein halbes Jahr warten, bis sie wieder darf, das ist auch wieder so eine Sache, naja. Ja, gut möglich. Ich weiß nicht, wie es da genau ist, wenn du so wenig Abstand hast. Aber 17 ist auf jeden Fall sehr kritisch und unter anderem waren wohl auch ein paar Minderjährige dabei. Es gab halt, also es ist ein bisschen schwierig, weil es ist noch nichts 100% Confirmedes und es ist halt ein gerade sehr komisches Timing, dass gerade wenn seine Doku rauskommt, plötzlich Anschuldigungen kommen. Also seine Doku, die sich sehr, sehr gegen diese Make America Great Again Leute richtet. Also dem und schließe ich mich jetzt natürlich als zweite Meinung nicht an. Was du machst, ist Victim Blaming, schäm dich. Ja, nee, aber was ich gleich dazu sagen muss, Sachen, die rauskommen, sind teilweise Sachen, die Screenshots sind von 2020 und 2021. Also es gab auch früher diese Anschuldigung schon, nicht nur die jetzt rauskommen. Und da ergibt sich schon ein relativ klares Muster. Zum Zeitpunkt jetzt hat er, glaube ich, auch noch gar kein Statement abgegeben, was auch nicht gerade für ihn spricht. Ey du, manchmal überlege ich, was man in so einer Situation tun würde, ne? Ich vermute, dass da gerade die Anwälte von HBO, die ja die Doku da verwalten oder halt die Rechte haben, dass die da sagen, hier halte ich mal zurück. Ja, aber weiß nicht, kann man das so umdrehen? Was wäre, wenn man von irgendjemandem, also ich mache jetzt was, bin jetzt erfolgreich und plötzlich meint irgendeiner, die weiß ich nicht, 20 ist, ja, der hat mich vor 3 Jahren vergewaltigt. So, und die Vorwürfe sind da und alle glauben der aus irgendeinem Grund. Was macht man da? Macht man da Statement, wo man sagt, stimmt nicht? Macht man da gar kein Statement? Sagt man. Nee, ich würde da schon ein Statement machen, aber ich muss auch sagen, das ist echt. Das ist echt eine irrationale Angst von mir irgendwie. Also alleine dieses Ding von Consent, ne, wichtig, absolut, klärt das ab und so. Aber also wie oft gibt es so. Es gibt ja diesen Begriff des Walk of Shame, ne? Dass man irgendwie einen One-Night-Stand hatte, am nächsten Morgen nach Hause geht und es irgendwie bereut, so. Aber man trotzdem ja consented hat. Wie viele Leute gibt es, die jetzt vielleicht sich so denken, okay, hinterher habe ich bereut, dass ich mich drauf eingelassen habe. Vielleicht wollte ich das eigentlich gar nicht. Also diese Angst irgendwie, das ist irgendwie, das ist gruselig für mich, dass es dann hinterher vielleicht doch irgendwie heißt, hey, also nicht, dass ich jetzt dieses Problem hätte, alle haben sich hinterher bei mir immer förmlich bedankt. Ich würde schon sagen, also im schlimmsten Fall kann man es doch mit einem sehr, sehr ausführlichen Frühstück retten.
vielleicht einer riesigen Pissepizza oder so. Und ich glaube, ja, dann ist kein Walk of Shame mehr vorhanden. Dann wird sie sich denken, Alter, diese Pizza, die war so lecker, dem zeige ich jetzt nicht an, wenn der mal wieder Erfolg hat. Ja. Nee, aber also weißt, was ich meine? Ich finde das halt echt schwierig. Also ich glaube schon, dass es hier eher stimmt, als dass es nicht stimmt. Beziehungsweise, also ich bin noch agnostisch, aber ich halte es schon für wahrscheinlicher, dass es passiert ist, was da alles an, also es sind wirklich über 10, 15 Anschuldigungen, die sich jetzt gehäuft haben. Und ja, aber was ist, also nicht mal für mich persönlich, ich finde diese Vorstellung einfach so creepy, dass dann aus dem Nichts so eine Anschuldigung kommt und da sind dann halt Leute, da sind zwei Leute dran beteiligt, du kannst nichts nachweisen und du bist dann vielleicht einfach der Gefickte. Ja, in dem Fall bestenfalls beide, weil sonst wäre natürlich ein Vergewaltigungsvorwurf Unsinn. Ja, war der ganze Gag. Okay. Ich bin auch gerade parallel, also scheinbar gibt es hier gerade ein Statement vor 20 Stunden. Andrew Keller in response to sexual assault allegations devastated, wird hier zitiert. Full Statement, habe ich natürlich jetzt noch nicht gesehen. Andrew is devastated that he's being accused of any type of blah 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 blah. Growing platform, to be honest, it won't be a big impact on the future. Also so, wenn ich die Kommentare überfliege, scheinen die Leute das eher nicht abzukaufen, was da im Statement ist. Aber ja, kann ich mir jetzt leider nicht ausführlich angucken. Reichen wir nach. Gut. Nächste Woche. Aber finde ich halt witzig, dass ich dir den so nahe gebracht habe. Hier, Herr Rodes, guck mal diese Videos. Und so 5 Tage später, ja übrigens, ja, der hat Frauen zum Sex gezwungen. Jetzt mal. Ja, es ist komplexer als das. Okay, eine Frage gegeben. Es ist Sonntag, 12 Uhr. Ja. Ist unsere Verteidigungsoma bereits zurückgetreten oder nicht? Verteidigungsoma? Nein. Okay, weil das habe ich jetzt noch kurz in der Recherche gelesen, dass jetzt gerade so Gerüchte sind, dass sie kurz davor ist, ihren Rücktritt zu verkünden und so weiter. Ich weiß nicht, wie tief du in dem Thema drin bist. Die hat ja diverse Munitionsbestellungen versaubeutelt und schlecht kommuniziert zu Silvester. Ich weiß nicht, ob ihr da... Ist das die Dame mit der Rede zu Silvester, die so... Ja, genau, unsere Verteidigungsministerin. Ja. Genau. Ja. Gut, also, dann also ich nein. Fand's amüsant und ich finde, der Postillon hat sich auch hervorragend darüber lustig gemacht. Zuerst hat er ein Video hochgeladen, wo sie, ein vermeintliches Entschuldigungsvideo, wo man natürlich sie nicht hört und nur Raketengeballer. Und jetzt hat der Postillon noch ein Video hochgeladen von wegen Rücktrittsrede und da ist halt im Hintergrund einfach so ein Jet mit übelst laute Düsentriebwerke, hat man steht halt wieder nicht. Also lustig. Ja, doch, ist schon witzig. Also ich habe nicht ganz verstanden, warum das so kritisch war, dieses ursprüngliche Video, aber die drüber witzig Machung, Alter, es ist früh am Morgen, ich bin eloquent. Ja, es ist 14:19 Uhr, ergo früh am Morgen. Dieses Persiflieren finde ich sehr witzig. Ja, in der Tat, also es war einfach kacke. Also, was ich auch am meisten in Kritik höre, war dieser Satz, ja, in der Ukraine ist fürchterlicher Krieg. Ich habe voll die tollen Leute kennengelernt, so in einem Satz. Wie klingt das, wenn man ein Land repräsentiert als hohe Ministerin für die anderen? So, das ist auch so ein bisschen, was kritisiert wurde. Mich persönlich stört das natürlich nicht, aber es wäre natürlich geil, wenn man mal so einen kompetenten Minister hätte statt einem inkompetenten. Das wäre schon nice. Auch was, wie gesagt, diese ganzen Munitionssachen und so weiter angeht, wird der jetzt vielleicht nochmal wichtig. Um Toypimp aka Sondereinsatz zu zitieren, ich habe genug Munition für jeden Hurensohn. Ja. Ich wollte einfach diese YouTube-Legende aus triftigem Grund hier mal ganz kurz reinholen. Ja, Herr Pimp, wenn du zuhörst, dann komm mal wieder ins Internet. Wir vermissen rein. Dich. Komm mal wieder rein jetzt hier. Komm in unser Internet zurück. Gut, Indien überholt bald China, was Leute angeht. Cool. Ja. So ein Ding. Also noch mehr nervige Programmiertutorials auf YouTube. Nein. Genau. Oh. Und in Amerika ging, also ich weiß gar nicht warum, aber es ist so ein ganz großer Running Gag. So eine Dame von einer Polizeistation, die wohl Gangbang mit ihren Kollegen gemacht hat, die ist jetzt überall und die wird in jedes fucking Meme reingemacht. Also da gab es so ein Meme, I'm taking the whole squad, und da ist dann halt Thanos von Marvel, so ein Bösewicht, der halt die ganze Squad auf einmal tötet, und so andere krasse Bösewichte und dann sie.
Und das ist so ein ganz, ganz witziges Ding jetzt. Ich weiß nicht, warum das so gehypt wird. Ist eigentlich eine kleine Meldung aus einer Drecksstadt. Haha, eine verheiratete Frau in einer unfreiwillig offenen Ehe hat ihre ganze Einheit durchgebumst. Ist halt ein großes Ding, aber an sich ist es keine große Meldung. Alright, alright. Aber die Memes überschlagen sich. So, dann haben wir, ich weiß gar nicht, hast du Everything Everywhere All at Once zufällig gesehen? Du hast es mir mehrfach, ich habe zumindest die Trailer nicht geguckt, wie du es gefordert hast. Wow, auch den Film nicht also geguckt. Hast du gar nichts geguckt, ja, perfekt. Nochmal bitte? Also hast du gar nichts geguckt genau, davon, korrekt. Das ist ja perfekt. Ja, du hast gesagt, guck auf keinen Fall den Trailer, guck den Film an und dann das erste habe ich mich gehalten. Mhm, sehr gut. Ja, eine der Hauptfiguren hat einen Golden Globe. Hätten wir die ganze Zeit gucken können, als wir bei dir waren. Das stimmt, aber dann hätte ich den halt jetzt auch in kurzer Zeit schon ein drittes Mal gesehen. Muss für mich nicht unbedingt sein, weil der ist auch relativ lang. Aber zur Not mache ich das mit dir, wenn du es schon alleine nicht hinkriegst. Es ist ein wundervoller Film und einer der beiden Hauptfiguren hat einen Golden Globe gewonnen, hat eine tränenrührende Rede gehalten. Das ist für dich natürlich jetzt alles nicht so relevant, aber die Story von dem ist halt, dass er in Indiana Jones drin war vor 30 Jahren als kleines Kind, hat dort geactet und war absolutes Fanliebling, hat dann 30 Jahre nichts gemacht als Schauspieler und kam jetzt für diesen Film zurück und gewinnt halt direkt einen Preis. Und das ist ein super wholesome Dude. Ganz, ganz süßer. Also es entsteht ein neuer Stern am Schauspielerhimmel, richtig? Ein alter neuer Stern, ja. Ja, der wird jetzt in mehreren Filmen vorkommen und... Wahrscheinlich, ja. Okay, freue ich mich. Gucke ich auch nicht. So. Jetzt haben mich alle gefragt, ey, kommst du mit in Avatar 2? Und ich, meine Standardantwort ist, muss ich dafür Avatar 1 gesehen haben? Und die sagen alle immer, ja, und ja, komme ich offenbar nicht mit in Avatar 2. Finde ich eigentlich nicht so sehr. Also musste nicht zwangsläufig, glaube ich. Also klar sind dann ein, zwei Momente, die man nicht versteht, aber ich sag's wie es ist, kein Schwein, der irgendwie was sowas wie ein Gehirn hat, geht wegen der Story in Avatar. Es geht halt darum, dass es eine super immersive Welt ist und du, während du es schaust, vergisst du, dass das keine echte Welt ist, keine echten Menschen, weil es ist wirklich top-notch CGI, es wirkt einfach weitestgehend alles super real und deswegen gehen die meisten eigentlich in den Film rein und weil es einer der wenigen Filme ist, wo 3D wirklich geil ist und nicht an den Augen wehtut. Mhm. Ja, also wir können, ich weiß nicht, kommt das dieses Jahr, der neue Dune? Der kommt dieses Jahr wahrscheinlich zu Weihnachten, ja. Ah ja, da kann man dann so richtig schön gucken. Das ist ja den auch da Welt, hast du den ersten die, gesehen jetzt, oder wie? Wir haben den zusammen geguckt, oder was? Ach, da warst du mit, ja, geil, schön gemacht. Ja. Das hätte ich nicht gedacht. Ich als Echtzeit-Rollenspiel-Strategie-Fan, für mich ist das ja auch irgendwie so ein Herzensding, dass man sich da entsprechend den neuen Film auch anguckt. Mhm. Ja, und Super Mario guckst du ja an, zeitnah, ne? Stimmt, wollte ich auch noch machen. Läuft der noch im Kino? Der kam noch gar nicht. Hä, echt? Ja. Das ist natürlich praktisch. Sonic habe ich nämlich verpasst. Ja, gut, ist glaube ich nicht so schlimm. Mario kommt am 7. April, das dauert noch. Oh, ja, da hat ein Kumpel von mir Geburtstag, ein ehemaliger. Okay, ehemaliger, sehr gut. Gut, dann habe ich noch, ich hatte jetzt dreimal ganz kurze... Das ist immer noch ein Kumpel, aber ich habe mit dem nichts zu tun aktuell. Ja, das sage ich ihm. Ich habe noch eine ganz kleine Meldung aus Amerika, die ich witzig fand. George Santos ist ein neuer Stern am Republikanerhimmel. Und der ist jetzt gewählt worden und dann wurde aufgedeckt, dass er über alles jemals ever gelogen hat. Und zwar von vorne bis hinten. Also nicht dieses, ich habe meinen Lebenslauf geschönt, sondern ich war ein Tennisstar an einer Uni, an der ich nie war. Und meine Mutter ist in 9/11 gestorben. 2016 ist sie dann nochmal gestorben. Mhm. In Wahrheit lebt sie, glaube ich, noch. Lell. Das ist wirklich unfassbar. Erinnerst du dich noch, was im Kanzlerkampf, hier im Wahlkampf, Annalena Baerbock das Genick gebrochen hat? Ja, sie hat in einem Buch schlimm. Zweimal abgeschrieben und im Lebenslauf war sie, glaube ich, nicht in einem Verein drin, sondern hat ihn nur unterstützt, irgendwie sowas in der Art. Also, ja. Naja, und der wird wahrscheinlich neuer Präsident, oder was? Nee, der wird nicht neuer Präsident. Also wer hat, aber... Sag das nochmal, aber langsam, ne? Hm. Naja gut, scheiß auf Amerika, ich habe noch ein witziges Video. Das sind genau diese Sachen. Ich weiß noch, wie es hier vor zwei, drei Jahren hieß. Ja, oh, das Corona, das ist nur eine Grippe, das ist, da reden wir bald nicht mehr drüber. Mhm. Ah ja.
Ich möchte darauf quer verweisen. Der Brennpunkt hat übrigens, wer ihn gucken will, hat so ein Thumbnail mit so einem Helikopter, der aber keine Rotorenblätter hat, sondern so ein Virus. Ja, das ist, als Kobe Bryant gestorben ist. Kann sein, wer auch immer das ist. Deswegen ist der Helikopter draus. Der ist mit einem Helikopter abgestürzt damals. Soll er doch nicht. Das ist gefährlich. Das ist schlecht für die Gesundheit. Ich wollte erzählen, dass ich noch ein geiles virales Video von letzter Woche habe, beziehungsweise ist eigentlich schon 4 Wochen her, glaube ich. Aber die Meldung von letzter Woche war, dass für das Berichten über das, was im Video passiert, 6 Journalisten verhaftet wurden. Und zwar der Präsident vom Südsudan hat sich bei so einer typischen, wir stehen rum und zelebrieren irgendwas Sinnloses, eingepisst. Und alle stehen drumrum und gucken ihn ganz awkward an und keiner sagt was. Und dann geht da so eine Pisspfütze vom Präsidenten und läuft so nach hinten zu der Person, die hinter ihm steht, und es ist fucking hilarious. Hey, lol, aber ich habe gerade rausgefunden, dass Südsudan offenbar in Afrika liegt. Darüber hinaus, warum hat er das gemacht? Also musste der ganz gut oder hat er denn eine Krankheit? Ich vermute Inkontinenz, ich weiß es nicht. Der aber wenn man Inkontinent ist, dann lässt man doch nicht eine komplette Pfütze los, sondern immer mal so droppelweise, oder nicht? Gibt vielleicht verschiedene schwere Fälle. Alter. Das ist einfach so geil, wie das alle ignorieren. Es ist halt ein bisschen schade, dass der Südsudan keine lupenreine Demokratie ist und jetzt Journalisten bestraft werden, weil die das berichten. Aber das Video dazu ist einfach großartig. Okay. Das möchte ich an dieser Stelle noch empfehlen. Okay, 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 okay. Und das ist ein Staatsoberhaupt, war das? Der Präsident, ja. Ja, lel. Und da gibt's halt so ein Typ, steht da ihm genau gegenüber und mit so einer coolen Sonnenbrille auf und guckt halt die ganze Zeit straight hin, und ich finde das so witzig, Alter. Also ich sag, überleg mal, wenn sich Merkel oder Scholz hier eingelullert hätten, warum hat er keine Winkel oder das so? Das wäre nie wieder vergessen worden, das Thema, Alter. Ja, genau. Schick dir das Video mal auf Telegram. Alright, wer ist denn das? Warte, das heißt HTTPS. Vor allem, der Titel vom Video heißt halt auch South Sudan President Pee on His Buddy. es ist so gut. Ja, schade. Der scheint halt nicht mehr der Jüngste zu sein. Ich glaube, der steht morgen nicht mehr so gern auf und geht zur Arbeit. Ja. Das ist wie damals, wenn man, also es ist haargenau so wie damals, wenn man beim Friseur war und der hat es mal wieder verkackt und man wollte nicht in die Schule, weil man ausgelacht wird. So ist das bei dem jetzt hundertprozentig auch, 1:1. Kann ich halt nicht relaten, weil ich nie beim Friseur war, aber das sieht man mir zum Glück auch nicht an. Ja, nee, aber so. Würde mich interessieren, also. Das ist der Stelleninkontinent ist, warum hat er denn nicht irgendwie eine Windel oder irgendwas in der Art an? Weil das weiß man doch. Ja, vielleicht ist er nicht inkontinent. Vielleicht ist er an dem Tag erst altersbedingt blasenschwach geworden. Also, überraschenderweise würde mich die Biologie dahinter interessieren, beziehungsweise die Frage, warum keine Maßnahmen von vorher genommen wurden, als sie zu sagen, haha, eingepolert. Also, wenn da irgendwelche Video. Journalisten noch nicht inhaftiert sind, können die mir das gerne mal vielleicht mal rausfinden. Es ist halt so geil, weil da einfach das Militär steht und dabei salutiert und die Leute haben ihre Hand auf dem Herzen und dann geht diese Pisspfütze hinter zu dem Camouflage-Typen. Vielleicht ist es einfach nur der witzigste Mem-Lord überhaupt und der hat sich doch vorgedacht, Alter, das wäre doch witzig. Das Ding ist halt, er pisst sich ein, die Pfütze ist schon unten. Und dann guckt er so an sich runter. Moment, ist da etwas? Es ist einfach so gut. Oh je. Aber was, Alter, da würden mich die Hintergründe total interessieren, wie das halt passiert ist. Hoffentlich gibt es da auch bald mal so eine dreiteilige Arte-Doku. Ja. Wie man dann so CGI in seiner Blase sieht, die immer voller wird. Und oh, jetzt ist der Druck schon auf 2,5 Bar angestiegen. Wäre lustig. Ja, hier sagt auch einer, this is pretty much a Monty Python bit, but in real life, the musical company is just impossibly perfect. Es ist einfach, und dann zoomt der Kameramann so in die Reactions rein. Es ist, schaut euch bitte dieses Video an, dann habt ihr eine gute Zeit. Wo wir gerade bei uplifting Sachen sind, die letzte Sache, die ich hier raushauen will. Diesen August 2023, du hast übrigens vorhin bei der Silvesternacht die falschen Jahreszahlen gesagt, haha, peinlich. Habe ich 2023 oder 2122 gesagt? 2122. Oh nein, dabei habe ich hier extra unten rechts auf meinen Kalender geguckt, krass. Wie damals in der Schule. Also im August dieses Jahres wird eine neue Impfung
getestet für Krebs aufgrund der Erkenntnisse von der Covid-Impfung, also die mRNA-Innovation. Ist der Impfstoff von BioNTech oder von jemand anderem? Das weiß ich leider nicht genau, aber Okay. Das ist ja, also ich glaube, der Durchbruch ist der gleiche, oder? Haben die nicht das grundsätzlich gleich? BioNTech ist ja into Krebsforschung gewesen von vornherein. Ach so, das natürlich, das meinst du? So interessant, ne? Also dann muss ich mir mal durchlesen, das ist interessant. Also wenn ich jetzt in einem halben Jahr wieder an die Börse gehe, dann kann ich ja mal gucken, ob es einen Tag vor dieser Impfung, na, das ist eigentlich Quatsch, 2 Monate vorher eindecken und gucken, was passiert. Also diese, ich weiß nicht, ob Impfung das wirklich richtige Wort ist, aber hier steht halt auch Vaccine, deswegen sage ich das einfach mal. Aber wahrscheinlich wieder halt gegen, Es ist halt nicht vorher, weil es greift schon direkt die Krebszellen an. Impfung ist ja präventiv und das ist nicht präventiv. Deswegen, aber es greift halt direkt die Krebszellen an und ist sehr viel effektiver potenziell als eine Chemotherapie und halt nicht so schädlich. Und ja, gleichzeitig gibt es auch auf der gleichen Technologie basierend so eine Sache für Lyme Disease. Ich weiß gerade nicht, wie die deutsche Variante heißt. Limettenkrankheit. Das ist jetzt gerade so ein Moment, wo ich nicht weiß, ob es ein Joke ist oder nicht. Aber ich glaube nicht. Das ist doch, ist das nicht Borreliose? Ja, ist es. Ist die Limettenkrankheit übertragen von der Limettenzecke? Ich weiß vor allem, dass es ein Gag ist, weil es nach der Stadt benannt ist, aus der das kommt. Lyme. Das war eine fucking Stadt. Ja, aber die Stadt heißt auf Deutsch Limette. Halt's Maul. Ich habe das nur vergessen, weil es so früh am Morgen ist. Ja, so. 14:33 Uhr. Und Malaria, ebenfalls gleiche Technologie, bekommt auch eine Impfung. Wobei halt, wie gesagt, Impfung vielleicht nicht das perfekte Wort für ist. Ja, auf der einen Seite total gut, weil wir gegen die letzten Krankheiten, die wir nicht im Griff haben, jetzt auch Mittel kriegen. Auf der anderen Seite, ich glaube, es ist Bullshit, aber es fühlt sich immer so ein bisschen an, als würde dann, wenn man an nichts mehr stirbt, die Menschheit explodieren. Aber ich glaube, es stimmt nicht. Es fühlt sich halt irgendwie immer nur so an. Es ist in Wirklichkeit gar nicht so. Es ist nicht so, weil theoretisch steigt halt der Bildungsgrad immer weiter und damit ganz direkt kausal verbunden ist, dass die Geburtenrate zurückgeht. Und dadurch gibt es ja auch eine natürliche Grenze. Also theoretisch wäre es ja exponentielles Wachstum immer weiter. Aber selbst jetzt weiß man ja schon, dass es irgendwann irgendwie, ich glaube, bei 11 Milliarden stagniert oder so. Der wird nicht geboren, der 11-milliardenste Mensch heißt es. Irgend sowas, ja. Also um deine Aussage zusammenzufassen, dumm fickt gut. Genau. Und viel. Ungeschützt. Ja, aber also das meine ich einfach als Uplifting. So, wenn aus dieser Corona-Sache, die halt für alle super nervig und so war, raus resultiert, dass wir durch diese Innovation jetzt irgendwie was gegen Krebs wirklich sinnvoll machen können, klar, das wäre schon mal eine gute Sache. Klar, die Investition ist ja genau dieselbe Sache mit grüner Energie. Ich meine, übelst viele Leute verlieren jetzt gerade ihr Leben. Aber dadurch wird in Europa jetzt die erneuerbaren Energien umso mehr finanziert, weil halt diese Gaskrise jetzt da ist, ne? Ja. Also aus dem Schlechten erwächst was Gutes und viele müssen dafür ihr Leben lassen oder ähnliches. Im Übrigen, meine Stromrechnung hat sich verdoppelt, beziehungsweise meine Stromkosten werden sich ab März verdoppeln. Eieiei. Das ist krass. Hart. Ja. Also bei mir sind es, glaube ich, 20% oder sowas. Ja, Kühlschrank bleibt aus. Geduscht wird kalt und ich esse nur noch Rohkost. Und zieh den Stecker vom Toaster raus. Ich habe ja nicht mal einen Toaster. Na gut. Gut, ich glaube, du musst in 10 Minuten los. Deswegen würde ich sagen, was gehen wir der Woche? 5? Ja, ich glaube, es wirkt ein bisschen mehr dadurch, dass wir letzte Woche mitbesprochen haben. Ich glaube, es ist wirklich nicht so krass diese Woche. Ich würde, also für mich ist noch das Größte mit dem Andrew Callahan-Typen, die Sexual Abuse Sachen. Ach so, na gut, und Kongress in Brasilien ist natürlich witzig. Zum 2-jährigen Jubiläum. Gutes Timing. Aber ich glaube, mehr als 4 würde ich tatsächlich nicht geben. Machen wir 4, ist auch okay. Aber letzten Wochen waren alle irgendwie ein bisschen wenig. Was ist da los? Ja, legt euch mal ins Zeug. Finden wir Sachen nicht mehr so aufregend oder es passiert wirklich weniger. Also das Ding ist, weswegen ich doppelt scheiße finde, warum ich den Podcast gelöscht habe, Alter. Letzte Woche war halt auch nur eine 2, haben wir, glaube ich, gegeben, aber trotzdem waren die Themen alle super geil. Ich meine, der Typ hat sich eingepisst. Gut. Dann Musik, hörst du die Musik schon? Ja, die höre ich total. Die ist laut. Der Auto ist los. Tschüss.